Spielen. Yay, ich sehe ein Spiel. Und ich war wieder nicht auf Toilette. Chuck, ich lass dich mal ganz kurz für 2 Minuten an. Ja, mach das. Ich bin auf Toilette. 17 Grad ist angenehm. Also ab 20 ist halt Schluss. Also 17 Grad ist sozusagen noch fast die Obergrenze von dem Aushaltbaren. Zwischen minus 20 und plus 20. Nehmen wir zwischen minus 15 und plus 20 so rum. Ja, angenehm. Oh, this lore is great. Yeah, you gotta respect the lore. It's very important. Also, telegames. We'll get to telegames in just a bit. Here we go. Let's go ahead and enjoy Hello, this. Hello, you know, would you like to come? Ah, got it. I want to go to the Rumble Jungle Party. Oh, yeah. Sounds lit. Sounds like a blast. Who wouldn't say no to this? Who would say no to that? The party. Wow. 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 Das ist natürlich immer eine gute Idee, einfach mal so ruhig Chili's zu essen. 34 Grad maximal, mach eine 24 draußen, dann hast du meine maximale Temperatur hier heute. Oh, brave soul. Oh my. Guckt euch an, wie der gute Reno. Ja, sich an den Chilis verbrennt. Wer hätte es gedacht? Also Reno ist jetzt gerade richtig heiß, der brennt sozusagen förmlich, dass ich ein Feuer spuckt. That's the entire plot of the game. Ja. Right there in a nutshell. Beautiful. The moral of the story is stay hydrated. Yes, remind you to stay hydrated, everybody. It's been like 96 hours since the marathon started or something. You should have had about 3 hours. Yeah, Reno is on fire. Vollkommen richtig. Stay, keep your eye on, stay hydrated bot for me. Du musst das manchmal. Oh, ich komm gerade richtig. Wir haben noch nicht angefangen. Jojo. Are we ready to count down, audience? Are you ready to count down, chat? I'm going to assume that you're exploding right now. Possibly. Yes, I am, smile. Alright. So here we go in 5, 4, 3, 2. Und da geht's los. Herzlich willkommen zu Rhino, Reno, Rumble, was auch immer. Mein Englisch ist und bleibt einfach scheiße. Ja, es ist ein Plattformer. Und wir spielen Reno. Oder ein Reno. Ja, es ist mit dem Namen Rocky. Das ist ein kleines Nashorn. Und er war halt, wie wir in der Cutscene gesehen haben, auf der Dschungelparty und hat ganz viele Chilis gegessen und brennt jetzt sozusagen förmlich und ja, sucht deswegen nach Wasser. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Ja, es gibt insgesamt 7 Welten. Wir müssen sozusagen, wenn ich nicht richtig sinne, immer den Wasserfall erreichen. Ja, es gibt insgesamt 19 Ebenen. Jo. Ich hätte jetzt fast gesagt, das Spiel ist ganz schön unlogisch. Es sucht nach Wasser am Wasserfall, springt aber über 10.000 Wasserflüsse da irgendwie drüber. Keine Ahnung. Logik in Videospielen. Ja, sollte man nicht hinterfragen. Weil dann müssten wir damit anfangen, warum das Reno Chili ist. Ja, es ist die einzige Erklärung, die man da wahrscheinlich finden kann, ist Süß- und Salzwasser. Oh, oh. That's fans. Let's go left. Yeah. Yeah. Oh mein Gott. Team left. Let's go. Das ist ein Gameboy-Spiel, in dem wir nach links laufen. Ja. There's 360 of them. Richtig. Jetzt habe ich alles in meinem Leben gesehen. Ah, okay. Gut. All right, so right here we're gonna hold A as we fall off this platform right there to avoid. Wo müssen wir die Blumen hinschicken? Spore, I suppose it is. Frag mich das in einer Stunde noch mal. And oh yeah, your rhino can actually breathe fire thanks to eating all those chilies. Indeed. Wir sehen immer die ganzen Zwischen
Also jetzt sind wir übrigens ja mal in Ägypten, schön mit Sonnenbrille, sehr gute Rocky jetzt ausgestattet, richtig cool, wir haben jetzt einen coolen, ein cooles Einhorn. Ja, und übrigens, das Wasser möchte ich nicht trinken. Bleib dann lieber bei dem Wasserfall, nicht bei dieser Matschepampe. Gut, da bin ich mir aber auch nicht wirklich sicher, ob das wirklich Wasser ist oder nicht doch einfach nur Schlamm. Schlamm im Schlamm ist auch Wasser. Sonst würde ja kein Schlamm entstehen. Hat das Nino jetzt eine Sonnenbrille auf? Ja, hatte ich gerade erwähnt. Dass wir jetzt, ein cooles Einhorn sind. Ein Nashorn sind. Einhorn, sage ich schon. Nashorn. Ach du meine Güte. Ja, es ist früh am Morgen, auch für mich. So viel geschlafen habe ich tatsächlich auch nicht. Das Nashorn sieht cooler aus als Chuck, bestätige. Das ist aber auch nicht schwer. Na, so würde ich das jetzt auch nicht sagen. Those are really tough. Hitboxes in general are really large in this game, and they will pose quite a few problems. Vergiss nicht, ich hab dich schon live getroffen. Ich kann Lügen enttarnen. That's right there is where the holding A really, really comes in handy. Same right there. Those gaps are almost impossible. Except for me, first try, because when I was playing that casually, I actually accidentally got that first try. Ja, was übrigens ihr Leben angeht, also man kann zu dem Spiel nicht viel sagen, es ist auch relativ kurz. Das Estimate liegt bei 16 Minuten. Er ist gerade gestorben. Ja, zweimal, ich hab's gesehen. Die PB von Winnerbit liegt bei 13 Minuten und 49 Sekunden. Ja, also was die Leben angeht, das sieht man halt ganz unten unter der Score-Anzeige. Ja, man hat insgesamt 4 Leben, also man kann sozusagen, wenn die 3 Gesichter da unten verschwunden sind, hat man sozusagen, im letzten Leben und es füllt sich halt mit jedem Level wieder neu auf. Jo. Ja, stirb nicht so häufig. Oh, that's I find myself having a heck of a time trying to just get around that map. Yeah, I'm probably gonna go ahead and lose all my lives in the next level on purpose, just so I start with full lives for cave 3, because I do not trust myself. Oh, come on. You know, that's the strat. If you're low on lives, just get a game over and then you get them back. Exactly. Easy. Leg das da jetzt auf den Rücken. We're going to go right instead. Yeah, there we go. Was, auf welchen Rücken? And we click through this. Rino hat gerade irgendwas auf dem Rücken. Achso, oh mein Gott, der hat Game Over. Yeah, let's go. Left. Team left, let's go. Keine Ahnung, was er da auf dem Rücken trägt. Ja, aber irgendwas hat er da drauf. Gleich einen Helm. Vor Steinschlag, weil er jetzt in der Höhle ist. Ah, ja, das ist der gleiche Runner wie bei Looney Tunes. Richtig. So, ja, der kleine Glitch funktioniert ja einwandfrei. Einfach mal oben lang gegangen, um Gegnern auszuweichen. Sollte man eigentlich nicht können, aber ja, irgendwann hat das Spiel halt die Nase voll und lässt es einfach dann zu. Komm, das hat bei Mario damals auch schon auf dem Gameboy funktioniert. Oh well, that life wasn't really all that useful anyway. Right. If we're going fast enough this direction, we can also despawn a bat right there. This game is very prone to despawning things. Fortunately, nothing important usually, as far as I've experienced. What exactly determines a despawn? Usually too much on screen. This game lags fairly easily, as you will see in Clouds 1. Läuft gerade nicht so. Habe ich das Gefühl? Hat ein bisschen dolle Pech, finde ich. Sehr dolle Pech. Pech würde ich jetzt das nicht unbedingt nennen. Gut, vielleicht ist es auch Nervosität. Das kann natürlich auch sein. Würde ich eher Richtung dahin gehen, ja. Jetzt sind wir übrigens beim hohen Norden, jetzt haben wir einen Schal. Oh. Nice.
Sowas finde ich aber süß. wenn sie halt wirklich sich da so Gedanken machen und dann halt wirklich pro Level dann den Charakter immer so ein bisschen anpassen mit so Kleinigkeiten. Das finde ich immer eigentlich schöne Elemente in Spielen. Ja, gerade wenn es dann auch so alte Spiele sind. And thank you for reminding me that I actually want to I want you to make sure that I enter the password screen for a moment. Aber natürlich findet man im hohen, hohen Norden trotzdem noch Wasserfälle. Wo alles sonst zugefroren ist, sind Wasserfälle. It exists. It's a thing. Gut, es fließt Wasser, fließend Wasser, wird nicht so schnell zu, aber ja. Vor allem, wenn man bedenkt, was für einen Weg das Dino jetzt eigentlich schon hinter sich gebracht hat. Man müsste doch mal langsam bald mal das Feuer gelöscht sein. Also in seinem Inneren hat. Was, ja, vielleicht. Aber es kann auch sein, dass er immer wieder auf Dschungelpartys geht. Übrigens, ja, wir haben da gerade wieder einen Schneemann gesehen. Aber weißt du, was, cool. Weißt du, was mich gerade richtig tiltet? Was? Dass es Pinguine abschießt. Finde ich nicht in Ordnung. Pinguine werden eines Tages die Welt beherrschen. Jo. Komm ich mit klar, finde ich gut. It's a nice little break. This is one of the levels where the challenge comes from trying to collect all fruits without touching the waterfalls. Ja, du musst bedenken, das Spiel ist von 2002, da hat man noch nicht so weit gedacht. Da dachte man noch, der Mensch sei ein intelligentes Wesen. Echt, das dachte man zu dem Zeitpunkt noch? Ich war damals schon ziemlich überzeugt, dass der Mensch nicht sonderlich intelligent ist. Ja. Inzwischen sind es mehr Leute als damals. Man kann dem Spiel übrigens noch sagen, dass es ein paar geheime Level sind, gibt, die ich natürlich nicht kenne, weil man die im Spiel nicht mitnimmt. Every track in this game, except for the title screen, has three instruments. The title screen actually uses only two instruments. Schön gemacht. An amazing feat, and I just want to shout out. Das Einzige, was man so nicht so richtig erkannt hat, was er in der Höhle getragen hat. He makes this chip sing. This is probably the best way to describe it. Ich hab schon so überlegt, könnte ein Rucksack gewesen sein. Steve left. Zoolander strats. Also ganz sicher bin ich mir halt auch nicht. I'm going to be jumping at very odd. Oh man, you have to short hop there. There we go. I will be jumping at very odd times on these slopes. So, na, zum Glück hat Winner wird noch ein Leben aufgesammelt. Nicht, dass noch mal ein paar Gegner kommen, die dann einfach so ganz unberechenbar sind. Das müsste jetzt, also das wäre jetzt echt doof. Sagen wir es mal, wenn das jetzt passieren würde. Aber allzu lange geht das Thema jetzt auch nicht mehr. Richtig. Kommt nicht mehr viel. Ich hoffe, es hat jemand mitgezählt, in welche Ebene wir jetzt sind. Ich nämlich nicht. Ich auch nicht. Gut. Hat der Chat bestimmt gemacht. It is time for Clouds 1. Yeah, we just got through the shortest level in the run with City 3. Now, here's the longest. Dieser Plattformer scheint voll schwer zu sein, wenn die Gegner instant kill sind. Naja, eigentlich kannst du den Gegnern wunderbar ausweichen. Beziehungsweise einfach so drauf springen. It does happen often when Rhino is riding a vehicle. And combine that with the fact that there are tons of sprites, not only just enemies, but just so schwer empfinde ich das jetzt tatsächlich auch nicht. Hier ist es eigentlich das Beste, dass man immer auf die Ballons warten muss, dass die hochgeflogen sind. Yeah, I'll point out, there it is. Yeah, that one there. It's pretty great. Sleepy Kitty. Ich denke mal, das Spiel ist wirklich sehr, sehr viel Muscle Memory einfach. It's actually about, what did you calculate, Cards? About 17 frames faster per... Yeah, there's just so much. There's just so much lag. It's just not worth it to shoot anything or stomp. Das Interessanteste ist eigentlich, dass das Rocky wirklich immer, egal in welchem Gerät er ist, wenn du dich nach vorne bewegst, das läuft trotzdem halt auch rum.
bewegt sich halt bloß nicht vorwärts, sondern sein das Gerät, auf dem er steht. So. Wow. Just wow. Get scared by a plane and fall machst down to a pit instead of doing proper cloud strats. Yeah, you saw in that death, the camera has to pan to your last location when you die. It's basically your last location on stable ground for like more than one frame. Yeah, so that's the perfect example of why you do not want to die in cloud. Wie gesagt, ich denke mal, das ist jetzt wirklich einfach nur Nervosität. Ja, sicherlich. Nice and okay. Nice and now I cannot decide if okay. I'll tell you what, I'm just going to sit immer noch wach, es ist nicht extrem anstrengend. Was heißt immer noch wach? Ich bin ja, du bist erst aufgestanden. Du bist erst aufgestanden. Ich bin immer noch wach. Ja. Fortunately we have passwords. Ah, dadurch, dass wir ja drei Leute sind, die sich immer abwechseln. This is true. Hopefully we don't. So schlimm ist das dann nicht. Of not writing down any of the passwords. So, let's see. All right. I forgot that I need to stomp on that guy. Man muss halt auch dazu sagen, das ist halt, wir haben halt immer mal mehr, mal weniger anstrengende Tage. The most challenging world, in my opinion. Korrekt. Kann ich so unterschreiben. Jo. Für mich wird heute sehr anstrengend, weil nachher noch Kingdom Hearts kommt. Cards actually has a bit of a strat for me to try out. Since this is not gonna PB, I'm gonna go ahead and do some. Obwohl, da ist dieser dabei, das war chillig. Im Notfall kannst du ihm alles überlassen. Lange wir nicht Let Go singen müssen, ist alles in Ordnung. Oh, da schalte ich ein. Ja, sie machen ja wieder, sie haben ja wieder Incentives laufen für Sing Disney Songs. Ah, cool. Sounds great. Also das wird definitiv wieder ein Highlight werden, zumal wir ja wissen, dass Spike Vegeta da ist, Jay Hobbs ist da, also da werden die sich sicherlich schon was einfallen lassen. Oh, game over! Nice! Schon wieder? Er hat gerade hier echt kein Glück. Beziehungsweise echt kein Skill. Ja. Tut mir leid, das so zu sagen. Wow, jetzt auch einfach nur von Blitz getroffen zu werden. Läuft nicht. Läuft einfach nicht. Ah, Mario-Fan, sie haben mit Absicht so viel Setup-Zeit eingeplant, weil noch zusätzliche Incentives laufen auf Kingdom Hearts 3. Und sie wollen da halt einfach auf Nummer sicher gehen. Bin wieder gestorben, mal gucken. Yay, geschafft! Das war ganz kurz wieder. Ich hab schon fast gedacht wieder. Der Game Over und das ist Time jetzt. Yay! Puh! Geschafft. Und das knapp unterestimate. Ist glücklich. Oh, und die Tiere des Dschungels sind sehr stolz auf ihn. Sie sind so stolz, dass sie ihm eine große Party schmeißen. However, we do get to find out about und the wird bonus Rino dort right etwa here. Wieder zu viel Chili essen? So sieht's aus. Wir werden es wohl nie erfahren. Bestimmt werden wir das erfahren. Easy. Free points. On the speedrun leaderboard. Könnte man das Rino, Bambe, weil gibt's das zufälligerweise? And we look forward to seeing a lot more activity in this community. I have been Winterbit. Shoutouts once again to Cards, Shasta, Yoshizilla, everyone else in the back couch. Es gibt sogar Reno Rumble 2. Everyone in the audience, everyone in chat. Thank you all for ich being here tuning feststelle. In on this bright and early Thursday morning, Wednesday night, depending on where you are in the U.S. Could be Thursday morning, could be Thursday afternoon, depending on your location in the world. And I hope you keep donating, keep watching, Rocky. Spread the word. Wieder thank you all for being here. Essen. And once again, bitte nicht. And stay tuned for more wonderful speedruns. Wir spielen es nicht nochmal, keine Angst.